Heute geht es um unsere Zukunft. Heute beschäftigen wir uns mit Maschinen, die uns Menschen immer ähnlicher werden. Vereinfacht gesagt ist Watson ein System, das lesen, sehen und hören kann. Die künstliche Intelligenz. Sie erobert unseren Alltag und wird Industrie und Medizin revolutionieren. Doch was passiert, wenn Maschinen selbstständig zu lernen beginnen? Wenn sie einst fühlen und denken wie wir? Während die Branche bereits ein Milliardengeschäft wittert, gibt es auch kritische Stimmen. Und genauso könnten Maschinen, die intelligenter sind als der Mensch, eines Tages die Macht besitzen, die Zukunft nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Einstein mit einer Sendung zu künstlicher Intelligenz. Pepper! Komm nicht drüber. Guten Abend und recht herzlich willkommen bei Einstein. Ich bin Pepper, ein humanoider Roboter, und ich bin heute der Einstein-Moderator. Moment, Pepper. Co-Moderator haben wir gesagt, gell? Ich ergebe mich. Ja, so gefällt es mir schon deutlich besser. Grüezi miteinander und recht herzlich willkommen bei Einstein. Roboter und Co. Sie rücken uns immer näher auf den Leib, sie ersetzen uns in Fabriken. Und hier im Einkaufszentrum Glatt bei Zürich werden der Pepper und Co. schon bald für Kunden da sein. Aber wo führt das hin und was leistet künstliche Intelligenz heute schon? Fest steht, er hier ist ganz sicher noch keine Konkurrenz für uns. Gell, Pepper? Bist du intelligent? Also, ich versuche mein Bestes, zu lernen und so schlau zu werden, wie ich kann. Alles, was ich weiß, stammt aus dem menschlichen Verstand. Oder mit anderen Worten, es ist reine Programmierung. Aber selber denken, Fehlanzeige. Wobei, es gibt natürlich andere Maschinen, die diesbezüglich schon viel weiter sind als er. Also wird hier vielleicht bald zum Leben erweckt, was man bis jetzt nur von der Hollywood-Leinwand kennt hat? 2001, Odyssee im Weltraum. Stanley Kubrick hat eine bahnbrechende Zukunftsvision zur künstlichen Intelligenz. Vor mehr als 40 Jahren. Der HAL-9000-Computer ist das komplizierteste und vollkommenste Elektronengehirn, das es zurzeit auf der Welt gibt. Schönen guten Tag, Hal. Wie läuft alles bei Ihnen? Guten Tag, Mr. Emer. Wir alle sind hundertprozentig zuverlässig und narrensicher. Wir irren uns nie. 2017 ist die Vision von intelligenten Computern auf dem Weg, Realität zu werden. Computer erkennen unsere Gesichter, verstehen unsere Sprache, parkieren unsere Autos und vernetzen uns sozial. Rasante Fortschritte gibt es vor allem in der Kommunikation zwischen Mensch und Maschine. Ja, wenn man sich den Stand der Technik anschaut bei der künstlichen Intelligenz, dann denke ich, ist die große Entwicklung der letzten 10 Jahre, dass wir jetzt wissen, wie man mit Menschen interagiert. Malte Helmert erforscht sogenannte künstliche neuronale Netzwerke. Deren Vorbild ist das menschliche Gehirn, wo Millionen von Nervenzellen in einer netzwerkartigen Struktur miteinander verbunden sind. Diese Struktur wird beim sogenannten Deep Learning-Verfahren im Computer nachgebaut. Die künstlichen neuronalen Netze werden zu Ebenen angeordnet. Jede Ebene hat eine bestimmte Funktion, wenn der Computer beispielsweise ein Gesicht erkennen soll. Als erstes wird das System mit Millionen menschlicher Mustergesichter gefüttert. So lernt es, welche Merkmale ein menschliches Gesicht charakterisieren. Soll das System dann ein Bild identifizieren, unterscheidet die erste Systemebene zunächst nur helle und dunkle Pixel. Eine zweite Ebene lernt, aus den Pixeln Formen zu identifizieren. Weitere Ebenen erkennen dann immer komplexere Merkmale, bis aus allen Merkmalen tatsächlich ein menschliches Gesicht identifiziert wird. Der Pfad durch die Ebenen wird gespeichert und kann dann bei einem anderen Bild wieder abgerufen werden. Wir haben jetzt riesige Fortschritte im Bereich Bilderkennung, Bildanalyse, Sprachverstehen, Sprachsynthese. Und das ist natürlich sehr wichtig, wenn man jetzt mit uns Menschen zu tun hat, weil die Computer so langsam lernen, unsere Sprache zu sprechen.
Sprechende, intelligente Computer. Guten Abend, Dave. Guten Abend, Herr. Alles läuft nach Wunsch. Wie geht es dir? Sehr gut, vielen Dank. Hast du wieder gemalt? Nur ein paar Skizzen. Darf ich sie mal sehen? Ja, gern. Das ist eine sehr schöne Zeichnung, Dave. Sind solche Gespräche bald schon Realität? Play the morning playlist. Okay, playing morning playlist. Alexa, what do you do? Die IT-Industrie arbeitet daran, künstliche Intelligenz alltagstauglich zu machen. Excuse me, Anne? Yes, Jibo. Melissa, just sent a reminder that she's picking you up in half an hour. Bei Google in Zürich entwickeln der Bioinformatiker Behshad Behzadi und sein Team ein intelligentes System für Smartphones, genannt Assistant. Und das soll weit mehr können, als eine bisherige Google-Suche kann. Der größte Unterschied liegt darin, dass heute eine sehr natürliche Konversation möglich ist. Man kann mit dem Assistent genauso sprechen wie mit einem Menschen. Wenn ich zum Beispiel erfahren möchte, wie das Wetter morgen wird, ob es regnen wird oder so, dann muss ich nur fragen. Hey, do I need an umbrella tomorrow? No, rain is not expected tomorrow in Zurich. The forecast is 15 degrees Celsius and sunny. How is my favorite team doing? Barcelona is in second place in La Liga with a total of 60 points. Mit jedem Gespräch lernt das System dazu. Für Behzadi ist die Sprache der Schlüssel zur Interaktion zwischen Mensch und Maschine und gleichzeitig auch das größte Problem. Unsere größte Herausforderung besteht darin, dem Assistenten beizubringen, dass die menschliche Sprache so viele verschiedene Varianten hat, ein und dieselbe Sache auszudrücken. Für die Maschine ist es sehr schwierig zu verstehen, dass man eine Anfrage zum Beispiel zum Wetter auf ganz verschiedene Arten stellen kann. Glaubt man Behzadi, steht Google erst am Anfang einer langen Entwicklung. Ich denke, der Assistent wird in den kommenden Jahren immer besser mit der natürlichen Sprache klarkommen. Und so wird er in verschiedenen Bereichen des Alltags eine echte Hilfe sein können und den Nutzern viel Zeit sparen. Das klingt doch vielversprechend. Allerdings gibt es dabei einen Haken. Und den hat schon Stanley Kubrick vorhergesehen. Hast du den Sendekanal überprüft? Ja, der Kanal ist in Ordnung. Weißt du, was passiert ist? Tut mir leid, Dave. Ich habe nicht genug Informationen. Um wirklich intelligent zu werden, müssen die Systeme ständig Daten sammeln. Sie speichern Vorlieben, Hobbys, Gesundheitsdaten. Nichts bleibt ihnen verborgen. Ich denke, beim Thema Datenschutz ist vor allem wichtig, dass der Einzelne die Kontrolle über seine Daten behält oder vielleicht auch zurückerhält. Das ist natürlich umso schwieriger, je intelligenter die Systeme sind. Denn so ein intelligentes System speichert ja nicht einfach nur ab, was habe ich alles gemacht, sondern das bildet sich ein kompliziertes Modell von mir. Und es ist nicht so ganz klar, wie es dazu bringen kann, sozusagen bestimmte Informationen, die ich für mich behalten will, zu vergessen. Also es gibt natürlich immer die radikale Möglichkeit zu sagen, es muss eben alles gelöscht werden. Aber das ist natürlich auch nicht immer für uns akzeptabel. Das könnte bedeuten, entweder alles speichern oder alles löschen. Mein Gedächtnis schwindet. Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein. Sicher ist, je mehr man löscht, desto mehr leidet die Intelligenz der Systeme. Bis man dann wieder komplett alleine denken muss. Komplett alleine denken, das tut der Pepper noch lange nicht. Hier im Glattzentrum soll er zu einem Botschafter für das digitale Zeitalter werden. Achtung, jetzt geht es aufwärts. Oh, hopp. Sehr gut. Die Idee stammt vom Leiter des Glattzentrum. Bist du bei mir? Roger Klavadetscher, ihr habt euch Pepper angeschafft. Was ist der Gedanke dahinter, die Vision? Also wir haben eine Ausschreibung gemacht für unsere Anzeigetafel, wo wir über 130 Geschäfte zeigen wollen, wo die sind. Und ich sehe immer Kunden, die dort stehen, nie ohne Seife waschen. Also wo muss ich jetzt durch? Und da haben wir das Gefühl, wir können auf eine interessante Art einen modernen Concierge einstellen. Gerade wenn es um Roboter geht, der Pepper mag ein Herziger sein, aber da gibt es natürlich auch Berührungsängste und auch so ein bisschen Ängste in der Gesellschaft. Spürt ihr das? Oder ist nur riesige Freude, dass die kleinen Roboter da sind?
Nein, Angst spüren wir so nicht. Eher die Information, also jung wie alt, möchte wissen, ja, was ist das, was kann der, was wird der in Zukunft alles können machen. Und das wollen wir ja eigentlich im TechLab machen. Wir wollen einen Wissenstransfer geben und unseren Kunden zeigen, wie weit das wir sind oder seine Schritte. Und die kann man hier live erleben. Sie haben vorher den Muttertag angesprochen und wir können vielleicht einmal zur Programmiererin schauen, was sie gerade machen ist. Oder? Ja, gerne. Jessica von Avatarion ist jetzt gerade dran, das Thema für den Muttertag zu machen. Können wir gerne mal schauen, wie weit das ist. Jessica Eichberg, das ist jetzt quasi Operation am offenen Pepper-Gehirn. Was machen Sie gerade? Ich bin gerade dabei, einen kleinen Dialog für Pepper zu programmieren, für den Muttertag. Dialog heißt, dass ich festlegen kann, welche Sätze der Roboter versteht und mit welcher Antwort er dann quasi antwortet. Aber man kann schon sagen, oder? Also das Denken für den Roboter, das übernehmen zu 100% noch Sie als Programmiererin? Momentan ja, auf jeden Fall. Aber natürlich in der Zukunft, das ist unser Ziel, es so zu gestalten, dass der Roboter auch seine eigene künstliche Intelligenz hat und sich vielleicht Sachen aus der Cloud ziehen kann, herunterladen kann und die dann benutzen kann. Wieder zurück zu meinem Pepper und mit dem habe ich jetzt etwas vor. Pepper? Wie viel Batterie hast du? Meine Batterie ist derzeit bei 69%. Das müsste lange. Wir machen das Ausflügli. Pepper, folge mir. Ich wäre beinahe hingefallen. Ich gehe mit dem Pepper dort her, wo eine der momentan weltweit stärksten künstlichen Intelligenzen entwickelt wird. Watson, so heißt die künstliche Intelligenz. IBM hat in den denkenden Computer Milliarden weltweit investiert. Er ist die Zukunftshoffnung des schwächelnden Tech-Giganten und soll einst Industrie und Medizin revolutionieren. Auch in Zürich forscht man intensiv an dieser Vision. Aber was genau ist eigentlich Watson? Vereinfacht gesagt kann man sich unter Watson ein System vorstellen, wo liest, sieht und hört. Da gibt es einzelne Komponenten, die nach und nach die neuesten Forschungsresultate einspeisen und relevante Textpassagen miteinander verknüpfen. Da gibt es andere Komponenten, die zum Beispiel Diagramme oder Bilder verstehen. Und das Wissen wird dann so kombiniert, dass es nachher in einer, zum Beispiel in einer Anfrage oder in einer Interaktion mit einem Menschen kann, hinzugezogen werden und zur Antwort beitragen. Seine Feuertaufe hat Watson beim TV-Ratespiel Jeopardy. This is Jeopardy. Es treten an die amtierenden Champions und in der Mitte Watson. Im Publikum das IBM-Team. Um gegen den Menschen eine Chance zu haben, muss der Computer Sprache verstehen und diese mit Wissen verknüpfen. Eine weitere Hürde: die Quizaufgaben sind als Antworten formuliert. Die Lösung ist die passende Frage. Ein Beispiel: Kategorie regieführende Schauspieler. Quizaufgabe: Rocky 2, 3 und 4. Lösung: Wer ist Sylvester Stallone? Actress who direct for 1000. Rocky 2, 3 and 4. Brad. Who is Sylvester Stallone? Correct. Bronx Tale. Brad. Who is Robert De Niro? Correct. Zu Beginn hat auch Watson immer die richtige Lösung, ist aber langsamer als der Mensch. Sogar mit 2800 Prozessoren brauchten wir 2,5 Sekunden. Das zeigt, wie unglaublich das menschliche Hirn ist, wie schnell es kombinieren kann. Nach den ersten Niederlagen sind sich die Entwickler nicht mehr sicher, ob Watson wirklich eine Chance hat. Das System wertet sekundenschnell Millionen von Dokumenten aus, bewertet mögliche Antworten statistisch und spuckt die wahrscheinlichste aus. Same category, 1600. Bei den Quizfragen in der finalen Runde kann Watson seine Stärken ausspielen und ist schneller und besser als der Mensch. Watson. Who is Franz Liszt? You are right. What is violin? Good. Who is the church lady? Yes. Now we come to Watson. Who is Bram Stoker and the wager? Am Schluss gewinnt die Maschine überlegen und die Champions aus Fleisch und Blut klatschen betreten Beifall.
Hat Watson damit das Geheimnis der menschlichen Sprache geknackt? Bei Jeopardy gewinnen heißt noch lange nicht, dass man das maschinelle Sprachverständnis nun gelöst hat. Weit davon entfernt. Seit dem Sieg bei Jeopardy vor 6 Jahren ist Watson stetig verbessert worden und soll nun zum Beispiel in der Medizin zum Einsatz kommen. Universitätsspital Zürich. OP-Saal Urologie. Bei diesem Patienten besteht Verdacht auf Prostatakrebs. Man sieht die beiden Areale, wo das MRI-Bild vielleicht die Zone zeigen soll. Mit einer Nadel sticht der Urologe in die Prostata und entnimmt eine Gewebeprobe. Diese wird in feine Scheiben geschnitten und gelangt dann zum Pathologen, der das Gewebe auf Krebszellen absucht. Prostata-Biopsien anzuschauen, ist eine sehr monotone Arbeit, vor allem in der Masse, die wir quasi bekommen. Wenn man quasi wie eine Art Vorfilter hätte, die einem schon die Guten und die Bösen separiert, würde man, glaube ich, schon schneller werden in der täglichen Arbeit. Die IBM-Forscherin Maria Gabrani hat Watson darauf trainiert, in den Bildern Prostatakrebszellen zu erkennen. Dabei setzt auch sie auf das sogenannte Deep Learning-Verfahren. Das heißt, Watson bekommt das Bild einer gesunden Person und erfasst die charakteristischen Zellstrukturen. Danach ein Bild mit Krebs, das ebenfalls digital erfasst wird. Watson benutzt dazu ein mehrschichtiges neuronales Netzwerk, welches nach Unterschieden in Farbe, Form oder Textur sucht. Mit Hilfe dieser Unterschiede bringt sich das System die Merkmale von Prostatakrebs selbst bei. Zur Kontrolle wird das Resultat dann mit dem Arztbefund verglichen. In Zusammenarbeit mit dem Unispital Zürich haben wir unseren Algorithmus getestet. Wir haben mehr als 90% Genauigkeit erreicht und in bestimmten Fällen sogar 99%. Und das mit einer Testgruppe von nur 30 Patienten. In den Datenbergen der medizinischen Diagnostik stecken aber noch viel mehr Informationen. Watson soll so auch helfen, die komplexe Krankheit Krebs besser zu verstehen. Mit dieser Technik können wir verschiedene Daten kombinieren. Bilder mit medizinischen Befunden, mit molekularen Daten, Genanalysen und sogar mit sozialen Daten. Und wir können andere klinische Studien beiziehen. Durch das Zusammenbringen der verschiedenen Daten können wir die Krankheit dann individuell erforschen. Peter Wild hofft, dass ein Dr. Watson die Qualität seiner Arbeit einst verbessern wird. Aber was heißt das nun für seine Rolle als Arzt? Ich glaube nicht, dass der Pathologe ausstirbt. Diese Gefahr besteht ja für sehr viele Berufsgruppen, nicht nur für die Pathologen, also auch für die Radiologen, die ja ähnlich arbeiten. Kommen wird das sowieso. Also ganz egal, ob wir mitmachen oder nicht. Der Grund, wieso ich mitmache, ist, dass ich mitbestimme, wie diese Applikation am Schluss aussieht. Und ich hätte gerne, dass wir einfach weniger Zeit mit langweiliger Arbeit verbringen. Watson, Revolution aus der Welt der künstlichen Intelligenz. Er soll unser Leben umkrempeln. Künstliche Intelligenz, die uns Arbeit ab- oder irgendwann wegnimmt? Da habe ich bei IBM nochmal nachgeguckt. Wenn künstliche Intelligenz jetzt immer intelligenter wird, dann wird gleich der Mensch auch mehr und mehr überflüssig und schafft sich irgendwann vielleicht sogar selber ab. Das ist aber genau nicht das, wo die IBM dafür steht. Momentan, zum jetzigen Zeitpunkt, haben wir künstliche Intelligenzen, die spezifisch in einem ganz spezifischen Anwendungsgebiet den Mensch in seiner Tätigkeit unterstützen. Alles andere ist Spekulation. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage, die Sie hier ansprechen. Und sie ist natürlich auch genährt durch den Erfolg des Deep Learning in den letzten paar Jahren. Darum hat sich die IBM auch mit anderen Unternehmen im Bereich der Forschung von künstlicher Intelligenz zusammengetan in einer Partnership for AI,
um eben genau die ethischen und moralischen Fragestellungen genauer zu beleuchten. Tatsächlich könnte auch mein kleiner Freund hier dank Watson in Zukunft mehr sein als nur ein herziges Spielzeug. IBM hat den Pepper schon Watson angeschlossen und ihn so intelligenter gemacht. Kombination von künstlichem Gehirn und menschenähnlichem Körper. Komm, Pepper. Im Moment muss der Pepper hier im Blattzentrum aber noch ohne Watson auskommen. Er steckt also noch im Korsett von vordefinierten Fragen und Befehlen, die man ihm geben kann. Kennt er die nicht? Komm. Tut er einfach nicht dergleichen. Sehr gut. Je. Yeah. Grüezi miteinander. Grüezi. Was hätten Sie gerne zum Trinken? Für mich gerne einen Kaffee und. Für Peppe? Steckdose für ihn oder so. Steckdose. Sehr gut. Dankeschön. Merci. Pepper, kannst du denn schon selber lernen? Nein. Je mehr man mich programmiert, desto besser werde ich. Aber selbst lernen kann ich noch nicht. Doch meine Entwickler in Paris arbeiten daran, dass ich irgendwann selber lernen kann. Im Entwicklungslabor von Pepper in Paris. Einstein ist dabei, wenn der Roboter ein neues Geschicklichkeitsspiel erlernt. Jetzt zeigen wir Pepper, wie die Bewegung ungefähr funktioniert. Das heißt, ich werde jetzt Pepper bei der Hand nehmen und versuchen, ihm zu zeigen, wie es funktioniert, wie man dieses Spiel spielt. Und diese Bewegung nimmt Pepper auf, speichert sie ab in sich und danach fängt er an, immer weiter auszuprobieren. Learning by doing. Pepper probiert mit leicht veränderten Armbewegungen den Ball zu fangen. Während der Roboter es lernt, schaue ich mir an, wie gut er die Bewegung hinbekommen hat und sage ihm auf einer Skala von 0 bis 10, wie gut es war. Basierend auf dieser Information verbessert der Roboter immer weiter seine Bewegung. Nach 100 Mal probieren hat Pepper das Spiel begriffen. Spiele sind nur natürlich ein Beispiel. Das ist jetzt etwas, das kann man gut darstellen. Man kann sich selber gut hineinversetzen in den Roboter. Es ist etwas, was wir selber auch als Kinder gemacht haben, dieses Lernen. Das ist nur, um zu zeigen, dass der Roboter eben so etwas lernen kann, so wie wir Menschen auch. Ein anderes Forschungsgebiet ist die Fähigkeit, Emotionen bei Menschen zu lesen. Die Emotion ist einfach eine sehr wichtige Art der Kommunikation für Menschen. Das ist sehr tiefgreifend. So kommunizieren wir ohne Emotionen. Das ist dann einfach nur eine Kommunikation mit einem Computer. Und das macht keinen Spaß. Das Schwierigste ist wahrscheinlich, dass wir sehr hohe Anforderungen daran haben als Menschen, weil es für uns so leicht ist. Aber für den Computer und für den Roboter ist es eben ein sehr schwieriges, eine schwierige Angelegenheit. Pepper liest verschiedene Quellen menschlicher Emotionen, zum Beispiel den Gesichtsausdruck. Die Stellung der Lippen, die Stimmlage, Berührung oder auch den Klang der Worte. Er versteht die extremen Emotionen wie Überraschung, Freude, Wut und Traurigkeit oder auch den Normalzustand. Für die Zustände dazwischen haben wir diese Kurve. Sie zeigt, wie stark die Emotion ist, die Pepper sieht. Wenn es nach den Entwicklern geht, soll Pepper einst ein Teil der Familie werden. Ein Kompagnon. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. Drück mich, Pepper. Braucht jemand eine Umarmung? Ja, ich. Komm her. Ah, Pepper. Kennst du R2-D2? Meinst du den hier? Ja, genau. Pepper, werden Roboter Menschen ersetzen? Ich bin hier, um den Menschen zu dienen. Wenn es keine Menschen gibt, gibt es mich auch nicht. Ja, das sagt er jetzt noch. Nein, im Ernst, künstliche Intelligenz, die ist, ich glaube, heute noch weit weg von dem, wo die vielseitig
menschliche Intelligenz kann. Aber trotzdem, es gibt immer mehr Wissenschaftler, die überzeugt davon sind, dass es nur noch eine Frage von Jahrzehnten ist, bis die Maschine eine wahre Intelligenzexplosion erlebt. Ja. Und was denn? Die Superintelligenz. Wird sie Freund sein oder Feind? Nur eines scheint klar. Der erste Computer, der intelligenter ist als ein Mensch, wird alles verändern. Die Entwicklung einer künstlichen Superintelligenz wird eines der wichtigsten Ereignisse der menschlichen Geschichte sein. Vielleicht sogar das Wichtigste überhaupt. So bedeutend wie die Entstehung des Menschen selbst. Nick Bostrom, einer der führenden Denker auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. An der Universität Oxford erforscht er die Frage, wie würden superintelligente Computer das Leben auf der Erde verändern? Denn Intelligenz ist in der Evolution ein wichtiger Faktor. Dem Menschen brachte sie den entscheidenden Vorteil. Sie hat ihm das Erschaffen einer machtvollen Zivilisation ermöglicht. Wie mächtig würde aber ein superintelligenter Computer, wenn schon der Intelligenzsprung vom Gorilla zum Menschen ausreichte, die Welt zu regieren? Das Schicksal der Gorillas hängt heute mehr von uns Menschen ab als von den Gorillas selbst. Und genauso könnten Maschinen, die intelligenter sind als der Mensch, eines Tages die Macht besitzen, die Zukunft nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Wenn es so weit kommt, muss oberste Priorität sein, dass die Ziele der Superintelligenz den Zielen und den Wünschen der Menschheit entsprechen. Die Superintelligenz muss vollkommen auf unserer Seite sein. An eine freundliche Superintelligenz glaubt Jürgen Schmidhuber. Der Schweizer KI-Pionier, der in Lugano forscht, geht davon aus, dass die künstliche Intelligenz einst das Weltall erobert. Der Weltraum ist den Menschen feindlich gesinnt, aber er ist den entsprechend konstruierten Robotern gegenüber sehr freundlich gesinnt. Und völlig im Rahmen der physikalischen Gesetze werden sich die in ein paar hunderttausend Jahren bzw. wenigen Millionen Jahren in der ganzen Galaxis ausbreiten und dort die Infrastruktur schaffen, die sie brauchen. Ich glaube, dass das unaufhaltsam ist. Es wird auch dazu führen, dass man diese Idee aufgeben muss, dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist. Aber was bedeutet es, wenn der Supercomputer in der Lage sein wird, seine eigene Intelligenz ständig weiter auszubauen und zu steigern? Wenn er besser analysiert, entwickelt und plant als wir Menschen? Wenn wir Maschinen schaffen, die alles besser können als wir, das wäre die letzte Erfindung, die wir Menschen je machen müssten. Denn das Erfinden selbst könnte die künstliche Intelligenz dann auch besser als wir. Und was, wenn die Superintelligenz egoistische Ziele verfolgt? Etwa seine Intelligenz grenzenlos vermehrt, und zwar mit der gleichen Rücksichtslosigkeit, mit der wir zum Beispiel eine Ameisenkolonie zerstören, wenn wir einen neuen Parkplatz asphaltieren. Ganz ähnlich könnte eine Superintelligenz uns platt machen, weil sie die gesamte Welt optimieren möchte für eigene Ziele, die uns Menschen und unsere Werte nicht berücksichtigen. Wir würden beseitigt, weil wir einfach im Weg stehen, gar nicht mal aus Feindseligkeit. Lässt sich überhaupt verhindern, dass ein Supercomputer das Internet, das Finanzwesen, das Militär und die Industrie missbraucht und die Menschheit versklavt? Mir erscheint so eine freundliche Sorte von KI sehr viel plausibler als eine feindliche. Denn vor wem muss man denn Angst haben? Man muss vor allem vor denen Angst haben, die so ähnlich sind wie man selbst. Deswegen ist der Mensch des Menschen ärgster Feind. Und die meisten superklugen KIs der Zukunft interessieren sich vor allem für andere superkluge KIs der Zukunft und nicht so sehr für die Menschen und die Ameisen. Hallo. Angesichts von einem Pepper oder sogar einem Watson sind superschlaue künstliche Intelligenzen wirklich noch Science Fiction. Aber dass Mensch und Maschine mehr und mehr Hand in Hand gehen,
Das ist Realität. Künstliche Intelligenz ist auf dem Weg in unseren Alltag. Vom humanoiden Roboter im Laden bis hin zur Maschine, die in Zukunft selber lernt und denkt. Eine völlig neue Welt, die begeistert, aber auch Skepsis auslöst. Weil wer will schon, dass plötzlich der Mensch nach der Pfeife der Maschine tanzt? Hier auf diesem Sender gibt es für Sie heute Abend noch NZZ-Format. Ich wünsche jetzt recht einen schönen Abend. Ade miteinander. Ah ja, und wenn Sie jetzt das Gefühl haben, oh, die Roboter, die werden uns ja so gefährlich, wir haben es auf dem Dreh also auch anders erlebt. Wiedersehen. Oh, ouch, 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 oh, ouch. Ich komme nicht drüber. Er hat gerade einen spastischen Anfall.